herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Wir machen hier mal gerade fertig. Müssen noch ein bisschen Tiefen lockern. Und dann wären wir soweit durch. Dann kann ich nächste Woche ja, endlich mal ein bisschen chillen sozusagen. Dann haben wir die große Arbeit erstmal erledigt hier auf dem Feld. Beziehungsweise kann ich nächste Woche beide Felder ansäen. Ah, alles fit. Jo. Ja, ich hab grad mal eben so die letzten paar Ratenzahlungen für den Steuer abbezahlt. Ah. Stimmt, muss ich auch mal nachfragen, wie viel ich noch zahlen muss für den Kredit. Ja, also ich musste noch an den 30.000 zahlen. Ja, weiß nicht, wie hoch meine Kreditrate inzwischen ist. Uiuiui. Ui, ui. Ja, 600.000 noch knapp offen. Oh ja, das ist eine Stange. Ist aber bloß eine kleine Stange voll. Ich glaube, wir kriegen das ja heute noch fertig, Volker. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann können wir bei mir ein Bier trinken. Ja, aber du hast ja letzte Woche gesagt, du würdest auch mal gern meinen Hof sehen. Darum habe ich das ja bei mir vorgeschlagen. Ach so. Jo, aber wir müssen dann nachher sowieso zu mir, beziehungsweise du zumindest. Und ja. Ich meine, ich bin ja heute Morgen, bevor ich aufgestanden bin, bin ich auch erstmal wieder 30 Kilometer joggen gegangen. Der ist abnormal. Aber sonst ist noch alles gut. Ja, ich bin halt ein sportlich aktiver. Nee. Ich auch. Sitz gerne auf dem Trecker. Naja, ich rauche, aber gehe 25 Kilometer joggen. Gerade waren es nur 30. Also was denn nun? Ja, 30, sorry. Letzte Woche waren es 25. Warte, das setzt erst hinter mir an. Ich muss mal kurz jemanden anrufen und gleich wieder da. So, ich klapp zusammen, ich bin dann durch erstmal hier. Ja, ich mach das letzte Stück noch fertig. Jo, dann treffen wir uns bei mir am Hof. Ja. Gut, bis dann erstmal. Jo. So, gut, warte mal, da ist noch ein kleines Fleckscher. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir mit dem Schweinebauern vielleicht so eine Art Kooperation machen sollten. Das wäre doch eine Idee. Zu sagen, hey, komm, wir schmeißen unser Equipment zusammen. Wenn du was brauchst, kannst du bei mir holen. Also so ein richtig festes Arrangement. Da bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Da könnten wir beide von profitieren. Wir sind beide so ein bisschen unterhalb des Radars, könnte man so sagen.
Da könnte man vielleicht zusammen was starten. Vergessen das Tor zuzumachen, dann fahre ich halt hier rein. Warum höre ich die ganze Zeit ein Blinken, ey? Alter, das ist nicht wahr. Guck mal, war da eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Oh ja, tatsächlich. Ups. Volker Varuna, hallo. Hey Volker, bei dir am Hof, hab gerade aber festgestellt, dass ich dein Gewicht bei dir am Feld liegen gelassen hab. Ungeschickt. Ja, ist egal, hol ich dann später. Du musst ja auch irgendwie wieder zu deinem Trecker. Ja, aber ich kann sagen, ich wasche jetzt eben deine Tiefen lockerer und dann, Jo, passt, bin auch gleich da. Okay. Gut, tschö. Tschö. Hoppala. Heckscheibe noch. So.
So, warte mal, ich muss mal gerade ins Handbuch reingucken. Warte mal. Alter, nice. Sieht ja schon interessant aus, muss man schon mal sagen, ja. Weiß ich gar nicht. Wieso man das braucht. Hi. Hey. So, deine Tiefenlockerer stehen wieder in der Halle, deine Sämaschine steht auf deiner Halle und dein Düngerstreuer. Perfekt, vielen Dank. Ich fahr mal gerade den Johnny hier, den Glas weg. Oh, wieder immer recht so aggressiv startet der Glas, ey. Ja, ja, und die Hupe ist auch nice. Ja, klingt wie so ein Schiff. Warum geht denn das nicht? Kabine drehen oder wie? Ah ne, tanken wollte ich. So. Jetzt bin ich überall schuldenfrei. Hab keinen Kredit mehr am Laufen, muss keine Ratenzahlung mehr abzahlen, alles erledigt. Ja, das ist ja supi. So, ja, komm mal. Jetzt kann ich auch vernünftig durchstarten. Ja, komm mal rein in die gute Stube. Hier links kannst du dich reinsetzen. Ich hol mal gerade zwei Bier. Was willst du denn? Was hast du denn da? Gösser Radler und ein Weizen, aber alkoholfrei. Dann gib mal einen Radler. Ah, hier, bitte. Danke. Das ist aber Dose. Ja, doch nicht. Ich nehme eine Dose. Ah. Ja, ich trinke eigentlich immer hauptsächlich nur das Corona. Also jetzt nicht das Virus, keine Sorge. Jojo. Ja, ja. Bevor ich aus Amerika nach hier gezogen bin, habe ich erstmal geguckt, ob ich kein Virus habe. ja, muss mal gerade noch kurz ins Tablet gucken. Holzkohle, Karton. Karton, wir haben 32, 8 Paletten, 17 haben wir da. Palettenproduktion. Fulle Lotte,20. 24 Paletten habe ich da. Sägewerk. Auch noch 8 Paletten. Alter, ich habe alles so viel auf Vorrat. Krass. Wo bist denn? Ja, ich habe hauptsächlich, ich habe sehr viel Saatgut und Dünger bei mir auf dem Hof liegen. Kommst du mit rüber? Ja. Ich wollte jetzt nicht in deine Finanzen oder so da reingucken. Nee, nee, ich saß hier nur mit dem Tablet. Alles gut. Ach so. Du, ich hatte aber eine Idee. Ja. Also ich würde dich mal was fragen. Ich habe mir überlegt, ob wir uns vielleicht ein bisschen zusammentun können, was Maschinenkauf angeht. Ja, können wir gerne machen. Also muss nicht so eine Art Betriebsgemeinschaft, da muss nicht jeder alles kaufen. Auch wieder wahr. Also dann wäre es ja schon der zweite, mit dem ich das mache. Ah, mit wem noch? Mit dem Stefan. Ah, okay. Dem habe ich das auch schon, weil der hat ja meinen Steier geliehen, weil seiner ja total schaden war und da hat er meinen auch mal eben gesammelt. Ah, okay. Aber er zahlt mir auf jeden Fall die Reparaturkosten zurück. Ah ne, die haben wir uns geteilt. Ja, wie gesagt, könnte man ja mal überlegen, ob man das macht. Ja. Können wir ja nächste Woche nochmal quatschen oder morgen dann.
Und dann schauen wir weiter. Ja. Gut. Nicht gut, aber doch, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Tschüss.